Die Seite Team Heretics ist hier auf der T-Seite erstmal zu Hause. Und wir sehen hier erstmal dreimal Kevlar, eine Flash, viermal Kevlar. Von den Franzosen, Gambit Youngstars mit viermal Kevlar und einen Diffuse-Kit hier. Und, da wird direkt Damage gemacht in der Mitte. Marker hat einen frühen Kontakt, gibt's die Support-Flash in die Mitte. Zweite Flash kommt rein und jetzt sollten die Klicks hier aber fallen. Ja, und da kommt es, aber ein Refrag. Marker ist hier am Stissel. Hat hier auf dem Kurzweg noch einen Spieler auf dem Schirm. Marker hat aber die Mitte-Kontrolle erstmal eingenommen. Wichtig. 3 gegen 4 Situationen. Marker macht daraus ein 3 gegen 3. Supra ist da aber am Stissel und Exil. Supra hier nochmal mit dem zweiten USP-Klick. Ultra stark dabei. Wir haben einen, der dagegen hält, gegen Nils. Eltresi. Outer. Sagt, die Franzosen sind ultra stark auf Inferno. Ja, ist hier Map-Pick und es stimmt, sie sind extrem stark auf Inferno. Aber die erste Runde geht an Gambit so wie auf das 2. Jetzt ist wichtig, die Anti-Eco diesmal nicht zu verreißen. Und sie nehmen direkt die Banane-Kontrolle etwas ein. Heretics ist da ein bisschen defensiver gegangen. Sie haben hier auch nur 4 D-Kills und eine P250. Aber, was heißt nur? Sie haben hier noch nichts am Start. Und zwar sogar noch 3 HEs, einen Molly, 3 Smokes und eine Flash. Also da ist genug Utility da, um irgendwie auf den Spot zu kommen. Und man geht langsam late bei 1 Minute und 5 Sekunden Banane hoch. Wir haben hier noch den Newton XMS, der im A-Haus versucht, ein bisschen Lärm zu machen und natürlich auch hier das Rotieren zu erzwingen. Man sieht auch Gambit. Youngstars ist hier gerade erst im Speedway aufgestellt und jetzt gibt es den Go rauf gegen Flash. Molly hier von Supra schnell rauf. Man geht gar keinen Kontakt erstmal ein. Versucht erstmal die Rotation rauszubringen und Supra mit den ersten. Oh, da gab es die Smoke. Er hat auch gesehen, dass da einer im Quad reingegangen ist. Oh, die Nate kann da nur ein bisschen Damage setzen. Und man gibt erstmal den Spot auf. Somit 4 gegen 5. Retake-Situation. Nades kommen jetzt hier und das ist natürlich schwierig, gegen die Deagles hier reinzulaufen. Supra, nächster Kill. Supra mit den Nahen, da war nicht Supra da, aber da war zumindest der Support da und dann fällt hier das komplette Team von Team Heretics und der Diffuse findet statt. Ja, es ist eine Clear Round, aber keine Curvy-Runde, da wurde so viel Damage gemacht. Also ich bin ja jetzt nicht perfekt aufgestellt, ne? Aber war nicht Gambit Youngstars am Anfang das Academy-Team und jetzt, also sozusagen, ja so... Und jetzt haben sie den Namen halt einfach angenommen, weil das Hauptteam nicht mehr da ist. Boah, starker Spraydown und das bringt 2 Opening-Kills. Ja, und Gambit sagt sich einfach, okay, wir haben die Banane-Kontrolle, wir haben 2 Kills oben aus dem Haus heraus in die falsche Mitte gemacht. Wir gehen erstmal auf A-Defensive. Ja, die Deagles warten hier wirklich auf das gefundene Fressen. Yoshima unten, Spot drin. Welt hier auch, denn Yoshima. Der Deagle. Huhu! Die Waffe ist auch noch so tief down, dass man die quasi gar nicht verteidigen kann. Die Smoke aber wichtig. Ah, da war der Jingle Peak in der Mitte. Das konnte man callen. Somit erstmal schwierig hier für die Franzosen irgendwie in diese Runde zu kommen. Und dann fällt da auch Lucky auf kurz.
Aber Kyoshima, der kann ja erstens eine Waffe picken und zweitens vielleicht mit etwas Timing. Okay, ist seine Flash, die er aufgenommen hat. Er kommt da nicht wirklich gut rüber. Ui, da ist aber ein guter Hit gewesen. Aber Kyoshima kommt hier nicht hinten in den Sand hinein und kann die Bombe planten, sondern wird vorher abgefarmt. Das ist das 3 zu 0. Also Gambit Youngsters hat schon mal besser gestartet als auf das 2. Mit der 3 zu 0 Führung durch die First Round. Und wir gehen in die erste Bye-Round. Oh, ich übersteuere. Oh, danke für das Feedback auf jeden Fall im Chat. Es kann sein, dass ich ein bisschen zu laut auch bin. Müssen wir mal ein bisschen testen. Ich habe mich ein bisschen leiser gestellt. Das Game dazu auch noch. Sollte vielleicht jetzt ein bisschen besser sein, wenn ich lauter werde oder so. Falsche Mitte-Aufbau, die Bombe kommt hoch. Links so ein bisschen oben, links auf der Minimap. Tiert jetzt hier ein bisschen ins Apps hinein. Jetzt kommt die schöne Langsmoke. Noch ein Molly hier für kurz. Und langsam nimmt man hier die Mittekontrolle ein hier von den Franzosen. Hat sie auch sozusagen direkt übergeben bekommen. Die aimt hier aus der Library erstmal lang ab. Und wie man es hier erkennt, die Franzosen rotieren hier direkt auf den B-Spot. Sie wollen hier gar nicht diesen gewonnenen Raum vor A nutzen, sondern haben hier nur ein Spiel abgestellt. Das ist wieder Marker. Gehen in Richtung. Smokes. Gegen Molly kommt Instant. Oh, und ich glaube, da ist gar keine Smoke mehr vorhanden. Sie haben es erstmal getrennt. Aber Lucky hier hinter dem Molly, perfekt. Und dann ist da natürlich der Molly, der erstmal taggt. Und dazu halt eben ein Dreier-Push von Team Heretics, die das hier hinbekommen, erstmal die Bombe auf dem B zu planten. Ja. Retakes, drei Flashes. Eine wird jetzt hier gerade geworfen. Ja, ich glaube, sie gehen hier eher auf die Exit-Tracks. Gambit verliert hier die Runde Nummer 4, den ersten bei. Allgemein Inferno natürlich eine sehr, sehr starke Map, mit, wo man mit Smokes gut arbeiten kann. Gerade auch die Jump Throws sind hier Gold wert. Ah, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, da kann man gefühlt alle Smokes sehen. Es wird immer wieder mal eine neue geben. Und daher schätze ich Inferno auch sehr, sehr doll im Map-Pool. Ja, Runde Nummer 5. Durch die gesaveten Waffen kann Gambit hier nochmal kaufen. Sie sind aber low am Money. Marker hier mit der AWP. Uiuiui. Oh, ich glaube, da hat er so ein kleines Müh vom Arm gesehen. Und hat perfekt oben auf dem Boost gamed. Ärgerlich. Da stand man einen kleinen Fitzel zu weit rechts. Ja, das Unterzahlspiel ist natürlich ein gefundenes Fressen hier gerade für die Franzosen. Die natürlich auch durch diese Nade wissen, dass da überhaupt gar keine Kontrolle im stattfindet gerade. Und defensiv stellt man sich auf. Vermutet so etwa diesen Argo. Gleich 40 Sekunden auf der Uhr. Gibt's hier nochmal die Rotation rüber zum B? Sieht erstmal nicht so aus. Molly kommt rein. 35 Sekunden. Na, die Bombe geht jetzt langsam Mitte hoch. Noch 30 Sekunden. Ja, Gambit kann hier mit einem guten Hold wirklich diesen Spot halten. Starke
starke zwei Kills hier. Starke zwei Kills hier aus dem Slope raus. Supra auch nochmal hinterher. Aber Marka macht hier erstmal den Kill Nummer 1. Findet auch den Spotspieler. Und jetzt ist die Bombe da erstmal down. 12 Sekunden. Oh, ah, die Bombe war nicht down. Sorry. Aber ein starker Hold. Ultra, ultra stark. Das ist so ärgerlich, wenn man gerade diese knappen Sekunden hat, bei 12 Sekunden da diese Duelle zu verlieren. Und das war ein starker Hold unten im Pit. Da hat man zwei Kills gemacht, das war wichtig. Und Lucky kann hier auch nochmal eine AK kaufen. Also wir sehen hier ein Buy von Team Heretics. Man sieht, das Geld ist wieder ein bisschen minimal. Es war natürlich ärgerlich, so ein Plant würde Geld reinspülen. Leider war es, sozusagen, kein Plant möglich in dieser Runde. Aber schöne Nate hier in die Second Mid. Hittet da aber nur 11 AP. Oh, die Nate. Auch minimal 9 HP zieht sie hier bei Lucky ab. Jetzt wirft aber auch jeder gefühlt seine Nate gerade raus. Bombe wird gepickt jetzt hier von Kiyoshima. Und man geht langsam in Richtung B. Man sieht schon eine leichte Rotation hier von Gambit Youngsters in Richtung Speedway. Da ist der Jute Terras schon quasi fast auf dem B-Spot. Man rotiert doch nochmal wieder in Richtung Mitte mit der Bombe. Man hat hier immer noch einen Aufbau. Nächste Nate hier von Gambit rausgezogen worden durch die Utility, die in die Mitte geworfen worden ist von den Franzosen. Ja, das tut hier gerade Gambit nicht so gut, dass sie hier so viel Utility erstmal rauswerfen. 30 Sekunden und es geht hier in Richtung B. Supra, dieser Molly, extrem wichtig. Hat man noch eine Smoke, den zu löschen? Nein, man geht so durch. Oh, man ist da durch. Das Köpfchen stark den Kill noch gemacht hier durch die Kante. Und jetzt kommt noch eine Flash hinzu. Fushima kann den Kill machen. Hat man auch noch den Quad-Spieler hier auf dem Schirm. JN, ja hat er. Es dauert viel Zeit. 3 Sekunden, der Bombenplant konnte nicht verhindert werden. Und JN hier mit 2 Kills. 2 gegen 3 Retake. Aber man geht hier zurück. Man saved hier doch lieber die Waffen. Man hat hier immer noch die Führung. Man muss auch mal ein bisschen so dazu natürlich sehen, dass man hier gerade auch gar kein wirklicher Bonus hat. Also man hat eine Runde gerade ergattern können. Das heißt, da ist wirklich wenig Geld mehr drauf. Und wenn man da so ein bisschen auf die Seite von Gambit Youngsters guckt, dann sieht man hier $1600 noch bei Supra. Aber sonst sieht es nicht wirklich gut aus und da kommt auch nicht wirklich viel mehr rauf. Ärgerlich, dass Kiyoshima da nochmal fällt. Ärgerlich, das ist natürlich noch eine Waffe, die man extra ausgeben muss. Und man sieht auch, bei Team Heretics ist das Geld nicht dicke. Jetzt muss Kiyoshima natürlich nur eine, kann nur eine Smoke kaufen. Hätte er die Waffe durchgebracht, wäre da mehr Utility bei ihm da. Ja, kleiner Timeout. Wichtig jetzt auch mal sich zu besprechen. Man forst hier bei Gambit Youngsters. Liegt da sehr, sehr viel Wert auf Utility. Chivo mit der AWP muss er was anrichten. Ja, wie der Nils gerade reingepostet hat, ihr könnt gerne ein kleines Feedback machen. Kiyoshima erstmal mit den Opening Kill. Mitte wurde gepusht in dieser Runde. Die AWP auch schon rausgenommen mit einem schönen MAC-10-Push in die Mitte. Konnte man ihn da auf dem falschen Fuß erwischen. So, Doppelsmoke. Hält immer ein bisschen besser für die Apps. Man ist da ein bisschen unkontrolliert, aber man liegt auch noch hinten. Da Molly, perfekt, aber man pusht raus. Ohoho! Das war ein schöner Doppelkill hier. Und Inters, der kommt hier nochmal durchs Apps weg. Es ist eine 2 gegen 1 Situation, aber sie entscheiden sich dann doch schnell auf den B zu gehen. Ja, wie gesagt, wenn ihr hier ein kleines Feedback mir gerne geben möchtet, dann könnt ihr mit Ausrufezeichen Feedback einen Link bekommen, wo ihr im 99 Forum das Feedback perfekt hinterlassen könnt. Dann komme ich auch direkt drauf zu.
zurück und kann es dann auch ändern und mich verbessern. Mir sehr, sehr dolle Freude machen. Wenn ihr da Interesse habt, natürlich auch. Man kann auch loben, man braucht nicht nur immer Kritik geben, aber Kritik ist natürlich auch gern gesehen von meiner Seite aus. Ist ganz klar, natürlich die Arve durchzubringen. Da passiert auch nichts mehr. Die Bombe will ganz normal hochgehen. Die Runde geht hier auf das Team der Franzosen, Team Heretics. Und somit wird es knapper. Es ist das 4 zu 3. Gambit ist irgendwo jetzt leider in den Zugzwang, da irgendwo eine zu machen. Kauft so auf 2 runter. Chivo, der hat da noch auf 1-4 runter. Vielleicht will er nochmal es probieren und vielleicht auch, wenn die Runde vielleicht doch verloren geht, die AWP saven. Aber es geht jetzt hier ultra schnell auf den B. Und da steht Gambit gerade wirklich schlecht. Die Smoke kann vielleicht ein bisschen verhindern. Nein, sie geht komplett durch in den City hinein. Sie liegt auch nicht wirklich gut. Und da ist wirklich der Spot direkt verloren. Supra fällt da ohne irgendeinen Effekt zu machen. Hätte da zwar 2 Spieler low, kann sie aber nicht rausnehmen. Ja, Bombe geplantet und dann ist es das 4 gegen 5 in der Eco. Ich glaube, das sollte eigentlich klar sein, dass da gesaved wird. Eine Gap ist sehr gefährlich gerade an der Situation, aber man geht hier geschlossen über die Banane. Denn wartet auch noch mal ab, die Smoke, aber da wird kein Spieler mehr picken. Man muss aber einfach sagen, wie smart es ist, hier einfach ist, diese Smoke auch noch aufzuhalten, falls er doch ein Molly in die Banane kommt. Einfach nur stark. Es ist das 4 zu 4 und Inters ist da gerade gedroppt. Timed out. Nicht nur ich habe Internetprobleme, Leute. Kleiner Scherz am Rande dort. Ja. Gambit hat hier wirklich einen sehr, sehr guten Start wirklich auf der Map von den Franzosen hingelegt. Aber die Franzosen sind natürlich eine Macht hier gerade auf Inferno. Die haben es nicht ohne Grund gepickt. Sie sind sehr erfolgreich dort. Man sieht es hier auch wirklich, dass sie da wirklich sehr Teamplay-mäßig hier vorgehen und es einfach extrem stark schaffen, den Spot schnell zu clearen. Ein bisschen in diese ganze Situation spielt natürlich auch das Geld von Gambit rein. Die haben jetzt erst wieder Geld wirklich zur Verfügung. Sie haben hier ein paar ja, riskante Buys gemacht. Die hätten natürlich auch erfolgreich sein können. Müssen zweimal eine Waffe durchbringen, saven. Das spielt alles rein. Aber die Youngsters haben jetzt natürlich für mich ganz klar ein Spiel auf Augenhöhe. Natürlich muss man jetzt sagen, dass dieser Timeout, ich hoffe, dass er da schnell wieder zurückkommt. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig hier gerade, wenn es ein kompletter Internetabsturz oder sogar vielleicht ein PC-Crash gab, da schnell wieder zurückzukommen. Das kostet natürlich Nerven und ist auch nicht das Angenehmste gerade. Gambit, denn die liegen hier zurück. Sie haben hier. Aber hier ist er. Hier, er ist wieder da. Das ging doch ganz schön fix. Die liegen natürlich 1 zu 0 hinten durch das 16 zu 14 von den Franzosen auf ihrer Map. Somit müssen sie hier im Best of 3 hier ganz klein Inferno gewinnen. Sonst ist die Reise nach
Leipzig erstmal vorbei. Dann soll es 2020 nicht sein. Es gibt noch drei Slots, die ausgespielt werden. Zwei davon sind EU-Slots. Somit sehen wir hiernach auch nochmal die zwei Halbfinale. Das wird einmal der Jutta Desiree übertragen und JITGO und Masterplay. Und wir spielen hier für JITGO und Masterplay ein Team hier des Halbfinals aus. Es wird Gambit Youngstars oder Team Heretics sein. Und am Ende des heutigen Tages wird feststehen, wer zur DreamHack Leipzig reisen darf. Ja, wir können nochmal die Streams zeigen und ihr könnt, wie gesagt, oben links kurzerhand mal den Squad-Screen aufmachen. Ja, ihr könnt einfach auch. Oben links habe ich gesagt, es ist natürlich oben rechts. Aber wir können hier kurzerhand mal drauf gucken. Dann kommt ihr hier drauf und könnt alle Spiele gleichzeitig sehen. Also eine schöne Angelegenheit auf jeden Fall. Gerade wenn wir hier noch in der Pause sind, könnt ihr gerne auch auf den anderen Kanälen die Stände gucken. Ihr könnt dann einfach euer Spiel der Wahl dann entmuten, den Stream, und würdet ihn dann halt eben auch hören. Die Runde wird wiederhergestellt. Jetzt geht's weiter. Runde Nummer 9. Gambit Youngsters könnten kaufen. Aber sie machen das erstmal nicht. So, und jetzt geht weiter. Marker, schnell in die Mitte hinein. Molly, Flash, Smoke. Es soll hier schnell hochgehen für die Franzosen. Kurz durch. Marker mit der MAC-10. Kriegt er fast den zweiten Kill. Mit der USP muss er nachsetzen und kriegt ihn sogar noch. Stark gespielt hier. Und es ist so ärgerlich, so auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Für Gambit. Wir haben hier gerade wirklich diese wichtige Kaufrunde hier gerade auf der CT-Seite. Werden kurzerhand mit der MAC-10 überfahren. Supra wird gepickt von AWP. Flash kommt raus. Oben Apps. Lucky. Erfolgreich. Dann ist es nur noch. Und der kann die Waffe durchbringen. Ein Spieler wird sogar noch durch die Bombe verloren hier von den Franzosen. Ich weiß nicht ganz genau, wer das war, aber das ist auch nochmal ein bisschen ärgerlich, gerade wegen dem Geldsystem. Aber Lucky, der hat hier über 10k gehabt. Der konnte hier komplett aushelfen. Das ist die Führung. Wie die Franzosen auf ihrer Map. Das 5 zu 4. Ein Scout. Force hier einmal von Chivo. Man hat natürlich die M4 aus der letzten Runde gesaved. Da hat man zwei Waffen. Beide auf A. Okay, Kiyoshima. Supra ist rausgenommen. Die Smoke kommt erst jetzt. Rotation hört er hier auch. Boah, wie stark ist es da durch die Smoke, diese Position zu predikten. Und es geht hier komplett in die Rotation. Und wir sehen, es ist perfekt ausgespielt hier von den Franzosen. Komplett Gambit hat den A-Spot aufgegeben. Jetzt sind sie hier auf dem A-Spot drauf. Also mal wieder ein klassischer Spielzug hier von den Franzosen. Können hier auch direkt auf den Spot für Pit legen. Ah, blenden eher doch defensiv. Gambit versucht mit den vier Spielern zu saven. Man hat auch zwei Deagles, eine M4 und eine Scout natürlich, die man verlieren könnte.
Vielleicht kriegt man auch den einen oder anderen Spieler raus, aber die Franzosen, die versuchen gar nicht zu handeln. Gehen hier eher auf Nummer sicher und versuchen gleich Mitte runter den Safe zu starten. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr doll. Oh! Da gibt es doch nochmal das Duell. Fukushima. Aber niemand fällt. Es ist das 4 zu 6. Und das ist mal wieder eine Buyround hier für Gambit. Die müssen da jetzt hier irgendwie wieder auf der CT-Seite rankommen. Irgendwie ein Hold schaffen. Die Banane soll hier erstmal ein bisschen semi-aggressiv eingenommen werden. Da wird man aber direkt abgemoldet. Die Nades haben da etwas funktioniert gegen die Franzosen. Sind aber trotzdem oben Banane. Langsmo kommt raus. Das soll wohl höchstwahrscheinlich hier erstmal der A-Angriff-Fake werden. Schiebt hier trotzdem zu B rüber. Aber man hat auch keine Rotation erzwungen. Das Einzige, was man so ein bisschen hinbekommen hat, ist natürlich, dass in Library die AWP sehr, sehr weit defensiv steht. Die rotiert aber gerade in Bogen und somit haben sie hier über den Speedway eigentlich eine schnelle Rotation. Wirklich. Flash kommt raus, Smokes. Gibt jetzt den Go drauf. Oh, das ist eine super Position. Zwei Kills. Wird dann aber von XMS erstmal getradet. Und das kostete Zeit. 30 Sekunden. Die Bombe muss geplantet werden. Oh, stark von XMS hier durch die Smoke mit der SG erfolgreich. Das Ganze nochmal mit 5 HP. Und das unterstreicht nochmal quasi wirklich gerade das Pech von Gambit Youngsters. Ja, Rotation. Ters wird da rausgenommen in Stand. Ja, man versucht hier zu saven. Die Smoke ist dafür, den Spieler rauszubekommen. Versucht wieder nicht auf den Hand. Man geht hier komplett über die Banane. Versucht so alle drei Waffen durchzubringen. Also man muss unterm Strich einfach wirklich sagen, die Franzosen von Team Heretics sind hier wirklich ein Deut besser gerade, auch auf der T-Seite, auf Inferno. Es ist ihre Map, das ist natürlich klar, dass man keine Map pickt, die man nicht kann. Aber das ist wirklich gerade. Das bringt Gambit hier gerade wirklich an die Grenzen. Gerade auch der B-Go, dass der so gut funktioniert. Obwohl man zwei Kills hier unten im Sand bekommt. Einfach stark. Schnelle Bananeinnahme diesmal von Gambit. Chivo Wetter auf 93 AP irgendwie runtergehittet. Ich glaube, das war noch ein Tick vom Molly. Ja, es ist natürlich ja schwierig gerade von Gambit hier reinzukommen, denn gerade auch die CT-Seite ist natürlich teuer. Und man ist hier gerade so ein bisschen in den Strudel hier, das Geld. Liegt man gerade so ein bisschen, ja, sag ich mal, unschön falsch an. One Hit. Man geht hier Mitte raus. Inters. Da fallen zwar Frags, aber die Refrags kommen hier von den Franzosen. Und somit ist es nur noch Supra. Der ist hier auf dem B alleine gewesen. Der schiebt hier gleich rüber auf dem A. Beziehungsweise versucht vielleicht Exit-Frags zu machen. Aber das ist wieder mal eine Runde für die Franzosen. Da geht man nochmal auf Nummer sicher mit dem Molly auf die Bombe, aber da sollte nichts der Fall sein.
das 4 zu 8. Die Halbzeitführung ist klar für die Franzosen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie hoch wird sie stattfinden. Möglich wäre ja noch ein 4 zu 11. Das wäre ein harter Dämpfer hier für Gambit. Die liegen ja 1 zu 0 zurück durch den Gewinn von 16 zu 14 auf das 2 von Team Heretics. Stark geflasht, aber dafür auch ein starker Spraydown. JN macht da mit der SG kurzen Prozess und kriegt den Spieler, der da bieten wollte, komplett rausgenommen. Ziel fällt da. Kiyoshima ist hier schon durch lang und dann fallen hier beide Spieler auf dem Spot. Der komplette A-Spot wurde geklärt und man muss wieder in Richtung Safe gehen. Diesmal hat man einen Spieler abgestellt hier in der Banane. Lucky steht hier. Man versucht, die Spieler zu hunten. Wichtiger Punkt, denn diese M4 bei Supra ist Gold wert. Und da fällt der erste Kill. Und Lucky kann sich sogar beide Spieler in der Banane gönnen. Sehr, sehr stark gemacht. Also nicht nur zur Halbzeitführung, die klar ist, sondern auch noch der Waffenverlust von Gambit Youngsters spielen hier wirklich eine sehr, sehr gute Rolle für die Franzosen, gleich dieses Match mit 2 zu 0 abzuschließen. Marker, wieder mit der AWP. Diesmal faced er hier in die Banane rein, da wird doppelt gepiekt. Ja, man steht hier flashbereit für die Banane, die kommt aber noch nicht. Oder Molly, Kiyoshima, 3 Ticks. Oh, und der Boost. Ich finde hier endlich mal ein Opening Frag hier von Gambit. Und kommt zurück. Kann ich den Refrag werden? Aber Kiyoshima, sobald ich es ausgesprochen habe, macht Kiyoshima hier kurzen Prozess. 3 Kills, wird aber dann von der AWP rausgenommen. Wird zurückgezogen. Shieldwork. Was kann er noch anrichten? Dritter Kill. Zweiter Kill. Kommt sie zurück. Dritter Kill. Kommt zurück zur zweiten Obst. Sieht hier doch nochmal vorne rum. Ich glaube, er hat das ein bisschen das Ärmchen gesehen. Und jetzt ist es natürlich ein Duell. Das muss man erstmal gewinnen. Die AWP verschießt und somit ist er ein bisschen gefangen. Lucky hier beim Vorpreschen kriegt den Kill. 2 gegen 1 Situation für ihn hier. Die Bombe hat er im Gepäck. Die Smoke will er machen. Er will jetzt hier durchblenden. Wird aber instant gepusht und kriegt hier auch den Kill, bevor die Blend durchgeführt wird. Ja, es ist das 5 zu 9. Man kriegt hier nochmal wichtige Runden bei Gambit Youngsters. Schönes Timing. Bei 1,40 kommt der Molly ins Apps. Der zieht 2 Spieler fast die Hälfte AP. Ja, schönes Smoke Flash Setup hier. Und XMS. So, hat der Spieler auf dem Spot gar keinen Schirm, ob da Pit kommt. Er muss sich auch noch ein bisschen defensiver sich hinstellen. Der Molly. Ja, Lucky kann da den Spieler erstmal rauszwingen. Smoke kommt aber hinterher. Eine Minute noch zu spielen. Die Franzosen haben oben Mitte eingenommen. Versuchen jetzt hier auch den CT-Bogen erstmal zu smoken. Haben diesmal keine Bananenkontrolle. Shima. Hey. Was? Sind 58 AP noch. So, jetzt geht man durch und oh, da erwischt man komplett den Langspieler mit einer Flash in der Hand. Oh, Marker verschießt da doll mit der Diegel. Man gewinnt hier das AWP-Duell und Shiro, der kann es wieder richten und der Blend ist nicht durchgeführt worden. 11 Sekunden, 10. 2 gegen 2 Situation. Bombe ist auf dem Spot down. Aber XMS, der kriegt den Plant vielleicht. Nee, Jay. JN ist es, der kriegt den Plant hin. Und es ist die 2 gegen 1. Überall zur Situation hier für die Franzosen.
Spiel gewinnen sie hier auch noch. 10 zu 5, eine starke Hälfte. Die Franzosen zeigen hier wirklich, wie stark sie hier auf ihrer Map auf die Inferno wirklich sind. Gambit braucht jetzt auf jeden Fall die First Round. Sind aber dafür natürlich extrem pissstark. Ah, man muss wirklich sagen, Chibo hat einfach durch zwei sehr starke AWP-Plays, einmal auf dem A-Spot, einmal auf dem B-Spot, fast zwei Runden nochmal zum Schluss geholt. Diese Runde hier eben gerade geht an die Franzosen. Ja, Flash kommt Mitte hoch. Gambit braucht die Runde. Man geht hier direkt falsche Mitte rein. Versucht hier zu spotten. Da sieht man keinen Spieler. Aber Gambit geht hier über die Mitte direkt hoch. Smokt hier und flasht hier schön rein. Wartet hier auf den Push auf dem B. Und Banane, das ist aber nicht stattgefunden. Man ist direkt so rotiert. Rotiert hier direkt gegen zurück in B. Damit steht man hier wirklich sehr, sehr gut. Und Gambit kann hier Marker, der Mitte gepusht ist, rausnehmen. XMS macht aber den Refrag. Und es soll hier auf den A-Spot doch gehen. Der Double Fake ist eine schöne Aktion gewesen. Hat dazu gebracht, dass die Franzosen rotiert sind zum B-Spot. Und XMS lebt hier immer noch mit der USP. Kann aber nur einen weiteren Kill machen. Lucky fällt hier auch in der Smoke in den CT. Und somit kann man hier die Bombe planten für Pit. Es ist die 3 gegen 2 Überzahlsituation. Flashes, Smoke sind nicht vorhanden. Man hat nur Kevlar und die USP. Und da muss Kiyoshima und JN erstmal durchklicken. Es ist die Unterzahlsituation hier für die Franzosen. Man steht hier sehr defensiv von Gambit. Versucht hier quasi gar keine Möglichkeit, den Franzosen zu geben, irgendwo einen Easy Pick zu setzen. Oh, jetzt sieht man hier den Graveyard-Spieler. Uiuiui, da guckt man kurz halt mit ein Mühe mit dem Kopf kurz raus. Dann kommt der Klick von JN, aber er war doch ein Stück wieder zu spät. Ah, und es ist die sehr, sehr wichtige Runde hier von Gambit. Gambit kann somit in der zweiten Runde natürlich ein bisschen besser kaufen. Kommt ja auch mit der Mac-10 ganz gut hier in Mitte erstmal ins Spiel. Marker wird rausgenommen. Wird gepickt und man versucht hier schon mal zeitig von Gambit Youngsters hier in Richtung zu gehen. Das ist ein wichtiges Duell. Man sieht so ein bisschen auf der Mitte. Ist man im Apps noch? Das ist sehr smart gemacht, denn das wird jetzt hier gefaked, als ob es ein, also es wird jetzt so getan, als ob es ein Fake ist auf dem B. Gambit wird doch jetzt nicht rotieren. Der B-Spot ist komplett offen. Franzosen, sie haben hier den richtigen Riecher. Schöne Langflash ist das auf jeden Fall. Tief rein. Geht hier über lang. So, und stehen hier sehr defensiv auf dem Spot. Die Flash kommt raus. Und jetzt kommt zu den Duellen. Und oh, Gambit gewinnt es. Den Stack haben sie kurzerhand mal aufgeräumt. Eieiei, da habe ich gedacht, dass die Franzosen vielleicht das ein bisschen leichter haben gerade bei diesem Go. Aber auch wichtig. Wichtig hier, wichtige Aktion auf jeden Fall, das zu holen. Sie hätten es einfacher haben können, wenn sie auf den Weg gegangen wären, aber das wissen sie natürlich nicht.
sind die Klicks hier auf jeden Fall sahnemäßig reingehen hier gerade. Man rotiert hier wieder richtig. Die Franzosen sind auf ihrer Map einfach so stark. Die Reden ist wieder hier den richtigen Go auf Gambit. Und jetzt muss Gambit hier diesen Go erstmal hinbekommen. Der Molly stark. Sogar ist, glaube ich, sogar ein Doppel-Molly. Molly alles hinten ab. Der Plan, zweite Obst, auch Ultra. Super, schöner Bang hier in die City Smoke hinein. Marker, der da den Spieler boosten wollte, wird da rausgenommen. Drei gegen drei Situation. Aber man piekt gar nicht wirklich rein hier. Der Gambit. Oh, Supra. Supra fliegt darüber, kriegt da beim Jingle Peak. Hier ist hin, Kiyoshima runter zu hitten. Aber ja. Im Endeffekt muss man unter Strich 1 sagen: Team Heretics hat es hier solide geschafft, komplett Gambit so lange auf dem Spot zu halten, dass sie nicht mehr saven konnten. Somit ist es natürlich bitter. Sie haben natürlich die Runde gewonnen, kriegen da natürlich auch noch ein bisschen den Winner-Bonus rein. Aber sie halten hier wirklich Gambit auf dem Low-Budget. Wir haben hier noch 3000 Dollar vorhanden und jetzt kommt der Mitte-Push. Uiuiui. Die Nate, die klatscht rein. Ah, Kill durch die Nate. Das hat man quasi schon so hervorgesehen. Aber Franzosen haben die Mitte-Kontrolle eingenommen. Was mir jetzt hier natürlich stark gefällt, ist natürlich, einmal, dass sie hier die Mittekontrolle eingenommen haben. Und jetzt haben sie komplett aufgegeben. Decken hier einmal defensiv in Apps ab und einmal auf dem B. Dadurch muss hier Gambit wirklich viel Utility auch für die Mitte nochmal aufgeben. Sie erwarten überall irgendwo einen kleinen Stack. Vielleicht auch einen Boost. Und das kostet natürlich Zeit. Bei 35 Sekunden ist es ein bisschen ärgerlich, jetzt wirklich Zeit zu verlieren. Und jetzt ist es ein wichtiges Play. Starker Kill von Super. Hat er den zweiten Spieler auch auf dem Schirm? Moment nicht. Der Boiler. Ui, da ist die Teammate hinterher. Supra hat da kurzerhand mal den Ball reingeworfen und wird instant rausgenommen. Starkes Movement hier von XMS. Kommt direkt raus aus den Apps und kann sich sogar das Upgrade auf die SG sichern. Wird hier aber jetzt mit ein paar Sekunden später getradet. Der zweite Spieler in der falschen Mitte ist jetzt auch bekannt und somit sollte Gambit klar sein, dass der Spot nicht mehr angegriffen wird, dass hier der Call stattgefunden hat, das Ding zu saven. Versuchen hier gleich im Pit die drei Waffen durchzubringen. Was auch wichtig ist, wenn man so ein bisschen aufs Geld achtet, da ist nicht wirklich viel. Ja, gerade auch, weil man viel Utility verwenden muss, muss man natürlich auch viel investieren jetzt, T. Da gibt es sogar nochmal den Drop hinterher. Hält sie zurück. Und die Franzosen können kaufen. 10 zu 9. Was in der ersten Halbzeit so klar aussah, ändert sich hier gerade auf der zweiten Halbzeit. Gambit kommt besser rein. Ey, die Banane-Einnahme hat überhaupt gar kein Damage gezogen. Das ist jetzt schwierig. Sie haben einen unten abgestellt, einen noch oben in der Banane. Stark, stark, stark vorgegangen. Aber der Refact findet statt. Yoshima
Kommt hier noch rechtzeitig zurück. Ah, da wollte Kiyoshima so ein bisschen zu viel. Man hat aber immer noch oben JN. Geht hier langsam die Mitte vor. Smokes kommen raus, Flashes. Jetzt hat man hier das 2-Kurz-Setup und einen Boiler. Ui, und da ist kurzerhand ein Spieler oben durchs Apps durchgegangen und hat nicht Boiler gecheckt. Aber man schafft es hier irgendwie durch den CT in Richtung B zu gehen. 2-gegen-3 Situation. Wenn man jetzt hier nicht so viel Zeit verschwendet, um den Spot zu klären, könnte das hier ein schöner Afterplan sein werden. Oh, der plant nicht Standard. Kann auch nicht verhindert werden. Und man geht hier geschlossen. Mit 3 Mann. Mit den Franzosen. Komplett hier über die Banane. Molly, Smoke, Nate. Alles findet jetzt hier statt. Nochmal eine Flash hinterher. Der Molly hier super stark. Zieht ihn da raus. Aber Supra macht trotzdem den Kill. Jetzt aimt er hier ultra stark ab. Schönes Movement. Aimt gerade dann weg. Und JN spielt hier Katz und Maus Spiel und dann ist Ishiro, der die Smoke-Kante verwendet, ist up-aimed und es ist das 10:10. Der Ausgleich hier für Gambit Youngsters. Fanny konnte damit der CZ das. Oh, und das ist. Also, Marker gefällt mir auch ultra stark. Er hat irgendwie immer den richtigen Riecher. Piekt da gerade ein Mühe vor, kriegt da den schönen Kill gegen Shiro raus. Hier gegen 5 Überzahlsituation jetzt hier für die Franzosen. Es muss doch mal die Runde hierher. Doppel Smoke Setup hier. Schön gegengemollied. Ah, und das war ein starker Move. Der Molly hat eine kleine Gap. Man konnte dann hinten in Stark reingehen. Lucky. Muss reloaden. Wird abgefarmt. Und das ist sahnemäßig ausgespielt hier gerade auf dem Gap-Mit. Aber Kiyoshima, der lebt ja noch. Der lebt ja noch in der Library. Oh, da hat man ihn gesehen. Man ist in der 1-gegen-2 Situation. Kiyoshima aber nur noch ein Kit. Mehr auch nicht mehr wirklich zur Verfügung. Muss jetzt hier irgendwie das hinbekommen. Ja, diese Runde geht dann Gambit. Deswegen sogar nochmal Kiyoshima auf kurz. Ah, geht die Bombe nicht noch hoch? Also da war es nochmal wirklich wichtig, da Kiyoshima rausgenommen zu haben, weil sonst wären sie da auch nochmal draufgegangen. Das hätte dann Gießen, dass er Gambit auch nochmal 2 Waffen mehr in die Runde bringen muss. Timeout. Franzosen geben hier ihre starke erste Halbzeitführung ab. Gambit ist ja natürlich in Zugzwang. Die müssen hier diese Map gewinnen, sonst sind sie hier im Qualifier raus. Nur Inferno und Overpass würden sie noch weiter im Turnier halten.
Oh, mit der MAC-10 geht man hier aber direkt in lang durch und hat es hier geschafft, zwischen die französischen Linien durchzukommen. Supra! Kann hier auch runterscopen. Findet aber nicht wirklich viel Damage. Man zieht hier nochmal durch die Smoke nochmal einen schönen Molly raus. Und Marker fällt hier auf den Spot. Stark einfach nur mit der MAC-10 hier durchgegangen. 2 Kills. Es ist natürlich eine Eco von Team Heretics. Gibt man hier bei Gambit komplett in den Safe im Pit? Ja. Zwölf zu 10. Aber jetzt ist es wieder mal eine Buy-Round hier für die Team Heretics. Hat überhaupt noch... Oder wird noch mal ein Nate weggeworfen? Hat doch ein Molly. Ja, als Support-Element. Ja, die Franzosen, die ich eben kurz angefangen habe, haben hier noch gar keine Runde wirklich geholt in der... auf der City-Seite. Das ist natürlich ärgerlich. Hier schön die Utility, um die Banane-Kontrolle zu halten. Jetzt kommt auch mal eine Nate runter tief. Aber jetzt kommen die Smokes raus. Oh, und das ist stark. Normalerweise kommt da von einem Einzelspieler da nochmal eine Flash hinterher. Und das ist ja perfekt. Schöner Keypunkt hier von Supra. Das ist die City-Smoke sozusagen, die sichere, ohne Gap. Und es bleibt den Franzosen eigentlich nichts, als den Retake zu starten. Aber man wird hier direkt gefunden auf kurz. Ja, Kiyoshima nochmal in der Mitte. Die Marker. 3 gegen 3 Situationen. Lucky findet da die Hits. Oh, jetzt wird man hier rausgeflasht und Lucky fällt. Es ist das 3 gegen 2. Oh, das ist... Von Kiyoshima hätte ihn fast sogar noch knifen können. Marker. Aber fällt dann auch. Das ist die Runde Nummer 13 für Gambit. Ja, da laufen gerade die Franzosen so ein bisschen die Runden weg. Müssen jetzt nochmal eine Spar einlegen. Gambit könnte somit auf 14 zu 10 erhöhen und würden dann nochmal eine Buy-Round machen. Es war auf jeden Fall richtig, hier die Runde zu versuchen zu retaken. Aber Gambit hier wirklich eine Macht auf der T-Seite. Wert ist die 9. Runde in Folge hier für Gambit sein. Ah, beziehungsweise 10. Sie haben die letzte Runde noch gewonnen. Ja, man tastet sie so ein bisschen jetzt hier gerade in der Banane ab. Da ist nur ein Spieler abgestellt, das ist Kiyoshima.
auch gar keine wirkliche Rotation, aber man geht voll auf den A-Stack, der funktionieren soll. Na, jetzt! Das Caster-Glück mal wieder. Weil ich es ausgesprochen habe, gibt es die Rotation natürlich. Marker zieht doch in Richtung B nochmal. Lucky im Ninja-Eck da oben. Das könnte natürlich auch ein Punkt sein. Man geht komplett überlang. Checkt man das Ninja-Eck? Nein, Lucky kriegt da einen Kill. Aber man kommt hier schön durchs Apps. Und da verrät man sich. Da verrät man sich so gut. Chibo bleibt ruhig. 2-gegen-2 Situation. Wie wichtig wäre es hier für die Franzosen? Sie haben die Bombe down, aber Chibo kriegt hier den Bogenspieler raus. Kann hier aber gerefragt werden. Erstmal die Zeit läuft ab. Eieieiei. Franzosen mit einer sehr wichtigen Runde hier. Aber das Geld ist dabei, Gambit. Können hier nochmal reinshoppen. Sogar zweimal. Also selbst wenn die nächste Runde hier an die Franzosen geht, kann Gambit hier nochmal reinkommen. Schneller Go über die Banane mit dem Mac-10. Stark, hier der Kill, stark. Hiroshima rausgenommen. Boah, die Mac-10, sie funktioniert so gut hier bei diesen Rushes von Gambit. Da Fanny, stark, nochmal eine gute Gegenflash. Hiro wird hier auch nochmal in Szene gesetzt, zieht hier rum und kann hier mit der AK auch nochmal einen Kill setzen. Alle Spieler von Gambit überleben, somit gibt es nochmal ein bisschen mehr extra Geld. Komm mal rein, das ist für die Schlussrunden extrem wichtig. Das ist eine Key-Situation gerade gewesen von Gambit, dass sie hier diese Runde auch noch so gut bekommen haben. Ja, Team Heretic ist da ein bisschen ärmer dran. Sie müssen hier mit dem Geld gerade kämpfen. UMP soll es hier bei JN ausrichten. Kleiner Funfact, Nils hat 12 zu 16 für Gambit gecallt. Jo, das ist möglich. Hiroshima durch die Smoke. Kriegt da ein paar Hits hin, zieht sie zurück, Odinate. Ja, manchmal denke ich auch, die Nades ziehen mehr, als sie wirklich tun. Ja, der Boiler-Spieler wird auch nochmal getaggt. Marker. Was schießt er mit der AWP? Also bei einem 11 zu 14, da doch nochmal, obwohl man weiß, dass da oben Apps wirklich ein Spieler piekt, damit der AWP so rein in den Boiler zu gehen. Not bad. Da ist Confident auf jeden Fall vorhanden. Man geht hier rauf. Mollys liegen perfekt. Man hält da den Rush erstmal auf. So, 2-gegen-3 Situation jetzt hier. Der dritte Spieler kommt rüber. 2-gegen-3 Situation erstmal, Jungs. Und dann fahrt man kurz an Gambit ab und es ist das 12 zu 14. Und wir sehen es aufs Geld. Es ist auf jeden Fall bei Gambit so viel da, dass sie hier wieder kaufen können. Aber es ist eine sehr wichtige Keyround hier für die Franzosen. Denn ihr Geldpolster wird so ein bisschen gebufft. Sie haben jetzt hier
mindestens 1000 Dollar. Lucky macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Er kauft da doch nochmal eine Nate. Ist auf 650 Dollar runtergedroppt. Aber es ist die 12. Runde erstmal für Team Heretics. XMS kriegt hier direkt den Frag und Supra macht den Weave. Ja, JN mit den Double Frag hier oben im Apps und die Bombe fällt da. Wie unlucky ist das hier gerade für Gambit? Lucky, offensiv in uns. Die Waffe durchzubringen würde wichtig gerade sein. Sekunde. Das wissen die Franzosen, wenn sie die Waffe ergattern, dass hier wohl ich Gambit nicht mehr kaufen können. Beziehungsweise in der nächsten Runde eine Full Eco hat. Es wird das 13 zu 14. Oh, Kiyoshima, der Move ist übel stark. Doppelpick. Kiyoshima, dieser Jump darüber auf dem Balcony und da das Game. Und das lässt natürlich die Franzosen weiter ins Spiel. Ekerunde, CZ. Sind am Start hier bei Gambit. Oh, Supra. Stark mit der SG, mit der CZ das zu machen. Hier gegen vier Situationen. Pio soll jetzt hier mit der AWP den Rest nochmal von den Franzosen irgendwie rausnehmen. Schöner Molly. Hält hier erstmal Gambit ab, da wird doch nochmal abgesmoked. Man zieht sich hier doch auf den Spot zurück. Lucky, hinten im Quad. Was kann er mit der AWP anreden? Erster Kill, wunderbar. Kiyoshima kommt zur Hilfe. Face hier doch mal rum. Aber Shibo mit dem Refake. Lucky, wichtiger Kill. Bombe down. Und Shibo mit 6 AP und der AWP auf den Rücken. Hier allein 1 gegen 3. Die Bombe ist down. 50 Sekunden. Alle Spieler hier von Team Heretics sind auf dem Spot und dann kommt XMS, der hier oben Koffens piekt, den Kill sicher setzt. Es ist das 14 zu 14. Sehen wir hier vielleicht nochmal ein 16-14? Oder vielleicht doch die Overtime? Und Chat wird gesagt, Gambit verliert hier nochmal 16-14. Easy. Haut sie rein, tut mir echt leid. Es gibt nochmal den Timeout und da gibt es eine wichtige Besprechung. Also, um es unterm Strich einmal klar zu machen, Gambit braucht diese Runde, es ist eine Key-Round, um hier die Möglichkeit zu haben, zu gewinnen. In dem Moment hätten die Franzosen aber auch noch die Chancen, unentschieden zu kriegen. Würden die Franzosen aber diese Runde gewinnen, würde Gambit so wenig Geld haben, dass es schwierig sein wird, auf der T-Seite da wirklich das 15-15 zu machen. Daher für Gambit nicht der sichere Sieg, wenn sie hier diese Runde gewinnen, beziehungsweise der Vorteil, sondern eher erstmal die Möglichkeit, nicht diese Map zu verlieren. Richtiger Opening Kill. Das läuft hier schon mal sehr, sehr gut hier für die Russen. Starten hier mit den Frag oben im Apps. Und
Mann, Lucky wird auch nochmal rausgenommen. Die Nate bringt da auch nicht wirklich den Schaden, aber Marker. In der Mitte. Shima ist schon rotiert. Smoke kommt rein. Yoshima mit den Spray und zwei Kills. Die Franzosen hier mit der Überzahl. 3 gegen 2. Yoshima Ordinate. Sieht auch nochmal super auf 70 runter. Yoshima, das hätte seine ganze Runde werden können, aber es ist das 2 gegen 2. Der Plan wurde abgebrochen. Oh, Inter, so stark dieser Kill von der Banane aus und Marker. Rechts ab. Marker geht auf Nummer sicher. Da macht er hier den Kill komplett über den CT. Zeit wäre da. Supra mit diesem IAP, das ist so ärgerlich hier gerade. Zosen. Starker erster Kill, aber Inters. Oh, da fahren noch ein paar Probleme mit da, aber die Bombe geht auch hoch. Ich glaube, da war das Zeitmanagement sowieso nicht da. Gambit nimmt hier Runde Nummer 15 erstmal hin. Ja, und geht diese Knochenregel in Erfüllung? Sehen wir hier eine Overtime? Geht sie nicht in Erfüllung? Haben wir hier Map 3 und Overpass. Die bauen schön für Snaps auf. Oh, das Timing! Aber es wird bestraft. Super, kriegt den Kill gegen XMS. Und jetzt geht's hier schnell durch. Nava, der hat doch den. Oh, jetzt der tanzt auf den Kopf rum und macht mit der MAC-10 erstmal den Kill. Eieieiei, der komplette A-Spot ist gefallen. Und jetzt muss Gambit hier schnell rüber rotieren, da, dass sie das dicht machen. Aber die Franzosen, die kommen hier schon über Kurt. Schöner Molly in den Boiler hinein. Sie haben hier die Information, dass Kurt hier eingenommen wird. 3 gegen 4 Situation, Überzahlsituation. Chivo kann sogar nochmal auf eine AK aufwerten. Und dann ist es das 16 zu 14.